Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elite Dangerous Horizons beim Community Goal, bei dem es ums Bounty Hunting geht. Da sind wir beim letzten Mal schon stehen geblieben. Ich habe jetzt einmal einen Sprung raus aus dem System und wieder reingemacht, um mein tolles Kopfgeld da wieder loszuwerden und ja. Und ich fliege unterdessen hinter der Anaconda her, die mittlerweile nur noch 61% Hülle hat, weshalb wir uns gedacht haben, wir schießen einfach mal drauf. Jetzt dann gleich. Hast du schon drauf geschossen? Nein, noch nicht. Du? Nein, aber ich bin in Reichweite. Gut, dann schießen wir doch was. Ah, halt, Moment. Ich hätte sie beinahe gerammt. Das ist ungünstig. Sie wird übrigens gerade auch noch von irgendwas anderem beschossen. Ja, von irgendwas anderes pinkelt er so, noch gegen. Schießen wir drauf. So, mal gucken, ob ihr das bereut oder nicht. Lustigerweise hat sie ja. Boah, WTF. Ja, das geht. Sie ist gerade einfach mal vor mir weggeglitscht. Sehr gut. Lustigerweise hat sie ja irgendwie elektronische Gegenmaßnahmen und Punktverteidigung, aber keine Düppelwerfer. Ja. Er braucht schon ein bisschen blöd, aber ein bisschen schade ist gegen uns, ja. Linkfehler. Was? Nein. Sicherheitsrückmeldung nicht verfügbar. Hast du irgendwelche Sprachprobleme heute, oder? Es ist schon spät irgendwie. Nun. Naja. Oh, 80.000. 80.000. Gut, meine Stelle sind fast weg, aber... zu zweit gekriegt haben. Ich glaube, ich habe die Treffer wirklich abgefangen. Ich sehe gerade, deine Schilde sind noch voll da. Ja, gut. Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, dass der angefangen hat, da drauf zu schießen, das abgekriegt hat. Das war ja der dann noch rumgeharzt hat. Noch eine gesuchte Anaconda rum. In einem Dreiergeschwader mit... Willst du das wirklich tun? Nein, auf keinen Fall. Mit einem Diamondback Scout und Eine Viper ist es, glaube ich, gewesen. Das ist mir nur gerade so aufgefallen. Nee, es waren zwei Viper. Hier fliegt noch eine Viper. Nee. Hier fliegt eine Viper rum, die nicht im Geschwader ist. Sicher? Ja, sie wird zumindest nicht als im Geschwader angezeigt, aber ich glaube, wir entfernen uns trotzdem lieber mal davon. Ich bin mir nicht sicher, ich wurde gerade gescannt von irgendwem. Hä? Nee, Moment, da ist nochmal eine. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Geschwader. Ich glaube, hier fliegen zwei verschiedene Geschwader rum. Ich habe keine Ahnung. So viele Schiffe, wie ich mittlerweile gescannt habe, das kann überhaupt nicht eins sein. Ja, wen beschießen wir? Niemand aus dem Geschwader, würde ich sagen. Ja, das ist ein bisschen riskant, ne? Ja, ziemlich. Wobei riskant ist nicht das richtige Wort, es ist ein bisschen Himmelfahrtskommando. Das schon eher. Ich habe jetzt hier eine Viper, die markiert gerade, die wird mir nicht als im Geschwader angezeigt. Markier du die mal und sag mir mal, ob die bei dir im Geschwader ist oder nicht. Huch, jetzt habe ich sie verloren. Ich wollte gerade sagen, da war eine Anaconda daneben. Das ist ein T7 in einem Geschwader, der gerade ordentlich fistet wird. Ach verdammt, der ist ja nicht feindlich. Der ist sauber. Da wäre eine Viper in einem Geschwader. Da ist eine Anaconda in einem Geschwader. Hä, wie? Wann? Wo? Ich dachte, ich wäre gerade dicht an dem Stein vorbeigeflogen. Nein, das war kein Stein. Wo zum Henker ist jetzt... Ja, wie habe ich denn das geschafft? Ich bin noch, keine Ahnung, einen Kilometer von dir entfernt. Ja, jetzt. Nun. Was zum Henker? Der Chat wird gerade zum gespammt. Meldung einer Eskortenführung. Kritisches Systemversagen? Was, bei dir? Hilf. Nein, das ist aus dem Chat gewesen. Ach so. Ich wollte gerade schon fragen, was wurde. Machst du? Ach komm. Sag mal, wo war jetzt? Da fliegt das Sidewind da rum. Das ist ja schön. Neuling, toll. Super Idee. Ja, die ist vor allem sauber gewesen. Oder der. Ja. Wo war denn jetzt diese blöde Viper, die nicht im Geschwader war? Warum spammen die gerade den Chat so zu? Was ist hier los? Noch eine. Ah, schon wieder die Sidewinder. Hm. Da, ich hab sie. Was? Rote. Da, ich hab sie gerammt vor allem. Ich hab sie gerammt. Nun. So, gesucht. Hast du sie markiert? Achso, hast du sie? Ja. Sie ist nicht im Geschwader bei dir, oder? Oh, ja, ja, das ist richtig. Gut, dann schießen wir drauf, würde ich sagen. Ja, sie spackt gerade so ein bisschen rum, fliegt um mich herum, aber... Ja, was soll's. Demnächst. So, jetzt aber. Ach Gott.
Die hält ja gar nichts aus. Ich sehe es gerade nicht. Ich treffe sie nicht mal. Ah, oh, oh. Vielleicht hast du mich getroffen. Nein. Huch, Moment, irgendwas. Oh, irgendwer beschießt dich. Oh, Anaconda. Oh, die Anaconda beschießt dich. Was von? Ach ja, direkt die Schilde weggeballert. Ja. Ich werde mich mal gekonnt aus der Umgebung hier entfernen, in der Hoffnung, nicht angegriffen zu werden. Na ja, gut, vor der Rakete im Anflug. Ah, leck mich. Naja, gut, ich meine, von der Anaconda kannst du wegfliegen. Ja, ja. Mit allem Möglichen. Außer vielleicht, du fliegst gerade ein paar Heiden oder so. Dann hast du halt Pech gehabt. Lebst du noch? Achso, ich sehe es ja auch. Was soll das? Oh. Hä? Irgendwie ist auf einmal nichts mehr auf der Karte bei mir. Außer einem Dreiergeschwader aus Viper. Noch eine Viper und. Was war das dritte? Aha. Viper, Viper, Anaconda wahrscheinlich. Nee, Diamondback. Ach, da. Ach, schön, jetzt höre ich dich kaum. Ah, ich habe jetzt gerade nur noch 70% Hülle. Oh, okay. Und ich wurde direkt wieder reingezogen, weil ich ja noch das Geschwader-Signal von dir hatte. Deswegen bist du mir jetzt zweimal auf der Karte. Achso, nein, das eine ist, glaube ich, die Sogwolke von dir. Ach, jetzt ist es nur noch eine Markierung. War merkwürdig. Wahrscheinlich. Ja, ich bin ja gerade rausgesprungen. Ja. Gut, dann warte ich jetzt mal hier. Auf. Und lass mein Schild aufladen. Achso. Huch, was zum Henker? Das ging gerade voll schnell bei mir. Okay, ich glaube, ich habe Verbindungsprobleme. Das ist halt jetzt nicht so geil. Vor allem sah das Bild von der Anaconda durch die Drehung unten erst so aus, als wäre es so ein F-63. Okay. Ich so, aha, was ist das denn? Guck so, oh, Anaconda, Oh, das schießt ja zurück. Da habe ich gerade schon wieder irgendwer gescannt, was soll das? Das bin ich. Jetzt wird mir doch nicht angezeigt. Nicht? Nein. Gut, dann halt nicht. Dann war ich es halt nicht. Imperial Kurier. Was wo? Oh. Viper. Imperial Kurier in einem Geschwader. In einem was Geschwader? Da. Guck das mal an. Guck mal, wer das sind. Moment, ihr solltet erst so gucken, was das andere ist. Das andere ist eine Cobra MK3. Zuerst die Cobra? Diesmal da drauf. Ich würde sagen, zuerst die Cobra, oder? Ich schieß mal. Na, erstmal die Waffen ausfahren, das wäre hilfreich. Nein. Echt? Sofern meine Waffen denn heute noch. Ja, so. Nun. Ich glaube, du hast mich gerade gerammt. Kann nicht sein. Würde ich niemals machen. Nein. Und wenn, dann würde ich es nie zugeben. Schon. Jetzt hast du mich gerammt. Ach, das ist so unsinnig. Wir haben so ein derart gleiches Flugprofil, dass wir es immer schaffen, uns gegenseitig zu rammen. Das ist halt echt bitter. Na halt immer in Richtung Gegner. Ja, aber auch die gleiche Anflugkurve, das meine ich. Ist ja nicht nur das, ne? Also. Na komm schon. Ach komm, die Cobra hat noch 7%. Was, 7? Bei mir sind es 8. Jetzt sind es 7. Ich habe wirklich Verbindungsprobleme. Offensichtlich. Ah, jetzt ist es kaputt. Ja, jetzt habe ich immerhin das Kopfgeld dafür gekriegt. 15.000. So, jetzt warte ich hier noch von. Was war das andere? Hoffentlich nicht der Anaconda. Nein, hier. Beschießt mich aber auch gerade. Ja, das war ja zweier Geschwader. Kein Wunder, beschießt sich der andere Teil vom Geschwader. Ich schieß gerade drauf. Ist eigentlich schlecht, wenn du mir helfen könntest. Ah, okay. Gut. Natürlich. Die Düppelwerfer. Es düppelt so sehr. Schön. Ausgedüppelt. Und weggelasert. Oh Gott, das ging so richtig. Guten Tag, Uwab. Ach Gott, das kommt in 7000. Das lohnt sich ja gar nicht. Ist ja nichts. Hey, ist ja nein, das ist die Energie teurer, die man da drauf schießt. Die Energie ist teurer, die man schießt. Ja, muss ja. Ich hätte gern 5 Energie.
Naja, kommt 2 Viper und ein Diamondback, ne? Ja, sollen wir oder sollen wir nicht? Bin mich sicher. Wie sehen deine Schilder aus? Passabel? Ja, warte mal, ich benutze mal noch eine Schildzellenbank. Bin mir nicht sicher, was den Diamondback-Erkunde angeht. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer das da drauf hat. Diamondback Scout. Es ist ja da Gefährlich. gefährlich. Strahlenlaser zweimal, Kanone zweimal. Weiß nicht. Zuerst auf die Viper? Na, ich weiß nicht, ob es nicht andersrum besser ist. Du hast den Dicken entfernt. Naja, okay, dann halt zuerst auf den Dicken. Sollen wir? Ja, bist du in Reichweite? Ja. Gut, dann würde ich sagen, hau drauf. Nee, du zuerst. Bisher schießt noch niemand. Ist Ah, auch jetzt. egal, ich habe vorhin einmal zuerst. Doch, doch, ich habe vorhin auch zuerst einmal drauf geschossen und trotzdem hast du getankt. Toll. Also. Ja. Das war das, wo du meintest, ja, du hast noch volle Schilde und ich so, Ach ja, so. das ist Ja, ich richtig. wusste aber nicht, dass du zuerst drauf geschossen hast. Ja, ich habe zuerst drauf geschossen. Also das scheint nicht der Dick zu sein bei dem Geschwader. Der ist jetzt nämlich weg. Ich habe auch gerade so den Eindruck, auf 35.000. Ich wollte gerade sagen, die anderen beiden haben ordentlich Damage reingehauen. Ja. Jetzt sind es aber nur noch zu zweit. So, Besuch Schießen wir sind gerade sie. auf dieselben? Schießt du gerade schon drauf? Ja. Dann nicht. Schön. Dann wechsle ich mal kurz auf die, die du hast. Auch wenn die andere mich jetzt beschießt. Oh, jetzt hätte ich sie fast getroffen. Mit mir? Jetzt hätte ich von beiden beschossen. Ah, das war sehr smart. Ach ja. Also die eine ist jetzt weg. Ja. 22.000, warte. 22. So viel? Das sind doch eine Viper. Das ist ein bisschen komisch, das stimmt schon. Ich glaube, das wird einfach nach Wert des Verbrechers gemacht. Der Verbrecher ist 5 Euro wert. Nun, 20.000. 20.000. Sag ja. Wir sollten mal wieder in Richtung Bereich fliegen. Wir sind 19 Kilometer entfernt. Ja. Wie viel Zeit haben wir? Noch 8, 7 Minuten. Okay. Also wir könnten noch auf ein, zwei Schiffe hauen und dann vielleicht zurückfliegen. Ich habe keine Munition mehr in der Kanone. Okay. Oder für die Kanone oder was auch immer. Nee, andererseits, wir fliegen ja so lang. Vielleicht sollten wir gleich zurückfliegen. Meinst du jetzt direkt oder was? Ja, komm, wir fliegen zurück. Okay. Wie hieß die Station? Immerhin fast 500.000 übrigens. 473.000 oder Ich habe sowas. 400, also genau diese 70.000, die da fehlen. Warte. Nicht Hacks Ach, der Wilkes Dirk, Orbiter. sondern. Ich hab's schon. Genau. Jetzt muss ich nur noch Oh. geschickt aus der Massensperre rausfliegen. Das ist ein verdammt blöder Flugwinkel jetzt. Das ist direkt am Planeten vorbei. Ich guck mal, wie es bei mir aussieht. Wahrscheinlich ähnlich toll. Ja, genauso blöd wahrscheinlich. Ja, gut, geht so, ne? Ist natürlich richtig geil, wenn man dann so unglaublich schnell an den Planeten vorbeikommt. Ja, eben. Nicht. Ich habe Haha, ja, immerhin. 1,2 Megameter pro Sekunde, Ich habe jawoll. immerhin 1,10. Was hast du 1, mein, übersehen? was? 1,1 meine ich. 1, was jetzt? Verdammt, ich kann nicht mal. Egal. Jetzt sind sie immerhin 2. Nun, 3. ich präsentiere UWAPs teilweise im Disconnect. 4. Was? Och nö, nicht schon wieder. Also ich höre dich noch. Gut, dass du mich noch hörst. Also, Ja, das ich ist mal höre dich wieder auch nur so. noch bruchstückartig. Das ist mal wieder so ein typischer Fall von, man sollte die Folge lieber bei mir angucken, da gibt es keine Soundprobleme. Ich kann ja nichts für deine Internetleitung. Nee. Ist halt so. Ja.
Wobei interessanterweise der Upload stabiler zu sein scheint als der Download. Also ich meine jetzt so bei Verbindungstests. Ist andersrum, sonst würde ich dich besser hören. Jetzt habe ich dich fast nicht mehr gehört. Ich glaube, dein Upload ist wesentlich schlechter als dein Download im Moment. Im Moment sonst würdest vielleicht. Du mich nicht hören. Generell nicht. Ja, aber normalerweise ist, also ja gut, ich meine, das kann sein, dass der Upload, dass der Download immer noch besser ist, aber stabiler ist auf jeden Fall der Upload. Dafür halt stabil schlecht. Stabil schlecht, ja. Das ist sehr gut. Hast du das Geschwadersignal an? Ja, immer noch, soweit ich weiß. Ich gucke gern nochmal nach. Hab ich. Und du? Bist du eigentlich hinter mir? Gut. Ja, ich auch. Du warst aber gerade vor mir. Ich weiß nicht, ob du immer noch vor mir bist. Ja, vermutlich schon. Ich bin jetzt bei 3800 Lichtsekunden. Ja, 2600, meine ich. 2500. Da bin ich immer noch vor dir. Das ist richtig. Ist richtig, ja. Ja. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe mich während der Folge wieder vom Mikro entfernt. Verdammt. Schön. Das sollte ich lassen. Ist eine blöde Angewohnheit. 1500 Lichtsekunden noch. Nee, stimmt gar nicht. Nur noch 900. Ich bin ja mal gespannt, direkt wieder rein. Oder ob es wieder rumbackt. Ach so. Ich habe gerade wieder fast nichts verstanden. Versuch nicht dran vorbeizufliegen. Ach. Das hätte ich jetzt gemacht, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Nein, ich verlangsame jetzt nicht Spiel. Erst wenn ich vorbeigeflogen bin. Ja, das ist richtig. Wissen wir doch, dass du da so machst. So sieht, glaube ich, ganz gut vorbei? Aus. Nein, noch nicht. Wie viel Abstand hast du? 7 Lichtsekunden. Na dann, mach mal. 3 Lichtsekunden. Eine Lichtsekunde. Eine halbe. Irgendwas ist gerade an mir vorbei. Ach, du bist gerade an mir vorbeigeschossen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist jetzt an mir vorbeigeschossen. Also ungefähr mit halber Lichtgeschwindigkeit. Gut. 22 Megameter. Noch 10 Megameter. 5. Zwei. Und. Ach komm. Ich bin raus und du schon wieder vorbei. Ah ja. Ja. Aber es war sehr knapp mittlerweile. Ich werde jetzt trotzdem mit rausgezogen. Mal gucken, ob ich die Station noch sehe. Nein. Na, das heißt ja nichts. Ach ja, 21 Kilometer geht auch noch. Wie machst du das eigentlich immer? Das frage ich mich auch. Also mir passiert das... Ist mir das überhaupt schon mal passiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht. Ich meine schon, dass dir das auch ein oder zweimal passiert ist, dass du dann, keine Ahnung, ewig weit davon entfernt warst. Aber auf jeden Fall nicht so oft schon. Mit dir. Ja, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Landeerlaubnis gewährt, das ist doch schön. Vielleicht ist die eigene Entfernung zur Station auch noch irgendwie wichtig in dem Moment. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es unsinnig, weil der Entfernungssprung ja der gleiche ist. Oder ein ähnlicher. Ja, eigentlich schon. Ob man jetzt bei 700 oder bei 900 Kilometern dann reinspringt, dann man landet sich ja trotzdem direkt vor der Station. Jupp. Yep.
Landeplatz 44, da hinten. So. Landeerlaubnis. Ah, ich sehe den Eingang. Ich sehe den Eingang. Das ist wichtig. Ja, aber das sind Würfelstationen, ist das nicht zu, nicht zu unterschätzen. Und zu unterscheiden ist auch noch so eine Sache, aber... So, ich bin drin. War doch gut, dass wir losgeflogen sind. Wir sind jetzt wieder bei 21 Minuten gleich. Alles klar, Kontakte. 473.252 Credits. So, jetzt zeig mal her, in welchem Rang sind wir denn gelandet jetzt? Wahrscheinlich Top 99. Vielleicht aber sogar Top 90, aber irgendwie... Top 90. Oh. Dafür bekommen wir immerhin aktuell fast 2 Millionen Credits. Das ist nicht schlecht. Dafür, dass wir quasi nicht wirklich viel gemacht haben. Und wenn die vielleicht noch Tier 8, also wenn das Community Goal noch Tier 8 erreicht, dann könnten es sogar, keine Ahnung, 4 Millionen sein oder so. Tier 8 könnte noch was werden bis morgen. Da fehlt nicht mehr viel aktuell. Ja, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wo die Grenze zu Top 60 sind. Oder zu Top 60 ist. Ich würde mal eher darauf tippen, dass wir die wahrscheinlich eher nicht mehr erreichen. Naja, erreichen ist eine Sache. Ich glaube, die würden wir auch nicht halten, wenn wir sie jetzt noch schnell erreichen würden. Ja, wieso? Das läuft ja nur noch bis morgen. Ja, aber die werden ja wahrscheinlich noch relativ stark versuchen, da das auf Tier 10 zu pushen. Ich glaube, Tier 10 wird nichts mehr. Ich bezweifle sogar, dass das noch was... versuchen. Also, mehr als Tier 8 wird es wahrscheinlich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Das würde mich überraschen. Yep. Wäre schön, weil man dann Fett Bounty kriegen würde, aber es ist unwahrscheinlich. Aber ich muss mal sagen, selbst mit 4 Millionen Credits wäre das doch schon mal nicht schlecht. Dann könnten wir in ein System fliegen, wo es 15% Rabatt gibt und dann die Pferde loskaufen. Ja, wenn man Top 60 wäre. Ja, das kann. Also je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt hier. Auch in den, nein, ich meine, selbst wenn es Tier 8 erreicht, werden es wahrscheinlich bei uns in den Top 90 wahrscheinlich auch so 2 Millionen Credits werden. 4. 2 kriegen wir ja aktuell. Also die Tabelle von einem Typen, der vermutet, der die Bounties vermutet, der meint, was von 2,9 Millionen für Tier 8 bei Top 90. Ja gut, dann sind es immer 3. Passt auch noch. Tier 9 wären 5,9 Millionen, vermutet er, und 11,6 bei Tier 1, bei Tier 10. Oh, ja. Oh, das war schön. Tier 1 ist schön. Können Sie bitte noch Tier 9 erreichen, danke. Instant Hyperinflation. Ja. Jawohl. Also, dann würde ich mal sagen, machen wir Schluss für heute, oder? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Tschüss.